Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind in der C-Blocks Challenge unterwegs und brauchen natürlich jede Menge Sand, um in dieser Challenge zu bestehen. Und deswegen nehmen wir den da raus aus den Kisten. Wir haben hier das mit dem Sägeblättern und so weiter und so fort mal ein bisschen durchprobiert. Und so weiter und so fort, wollte ich eigentlich nie wieder sagen, aber habe ich getan. Tut mir leid. Ich finde das ein bisschen blöd mit den Sägeblättern, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, das wird sich noch zeigen, inwieweit das gut oder nicht gut ist. Und die sehen, hier brauchen wir Kohle. Da muss ich da oben mal nochmal hingehen. Muss man hier wieder einmal Kohle einsammeln, damit ich den Kohlenstoffdioxid machen kann. Denn, ja, das Rohr wird langsam leerer. Und das muss ja nicht sein. So, da muss ich auch mal irgendwie vielleicht mir so ein Signal dran bauen oder sowas, wenn ich Signalleitung habe. Aber hier oben wird fleißig produziert und ich frage mich, warum immer nur auf dem unteren Strang quasi produziert wird und nicht auf dem oberen. Irgendwas ist da komisch, seitdem ich das Gelbe da mache. Muss ich ehrlich mal sagen, das muss ich mal näher untersuchen. Oder warte mal, wir geben das hier mal komplett rein, dann haben wir da erstmal eine Weile Ruhe. Es wird sowieso irgendwann der Strom uns ausgehen. So. Also mit dem gelben Zeug haben wir nämlich jetzt schon jede Menge hier. Das können wir ja dann auch schon mal mengentechnisch hier ganz gut zerbröseln. So ist es nicht. Wäre bald sinnvoll, wenn ich die Kiste hier hinstelle, ne? Na egal. So. Denn Advanced Ore Raffinierung, also wenn das dann durch ist, da wird es dann interessant. Also hier kommt der Bus ab und zu vielleicht eventuell hier drüber was rein. Das finde ich schon sehr merkwürdig. Aber gut, wenn wir von dem Gelben erstmal ein bisschen was haben, dann geht das ja. Also da müssen wir dann wirklich mal gucken, dass das Gelbe und das Blaue gleichmäßig produziert wird oder alles mal gleichmäßig produziert wird. Ja, da weiß ich wirklich nicht, wie ich das hinkriegen. Also kann man, ob man da eine schöne Schaltung für machen kann oder ob ich dann jetzt wirklich mehrere Rohre hier rauslegen muss und das nicht auf ein Rohr lege, sondern das auf vier Rohre lege oder sowas. Aber ich habe ja sechs Rohstoffe, also bräuchte ich sechs von den Dingern. Dann müssten die Dinger aber gleichmäßig bestückt werden, dass das alles so ein bisschen ausgeglichen ist. Ne? Also darum geht es ja eigentlich nur, dass es ausgeglichen hier rankommt an den Brösler. Rotes Zeug zum Zerbröseln, braunes Zeug zum Zerbröseln, so. Mein Bröser, der ist ja schnell genug hier, der macht ja ordentlich Arbeit. So, hier noch ein bisschen Slack. Hier kriegen wir auch noch ein bisschen Slack dazu. Da auch. So, sehr schön. Gut, aber was wir halt eben nicht mehr kriegen, ist halt blaues Zeug zerbröselt. Was denn hier sozusagen Material erzeugt. Und jetzt, wir müssen mit dem Material, was wir haben, erst ein bisschen klarkommen. Gut, okay, aber es läuft ja noch so weit. Ist ja ganz okay soweit. Ja, wirklich interessant, dass die hier oben so gar nichts mehr abkriegen oder so. Habe ich die irgendwie abgeklemmt oder so? Eigentlich ja nicht, ne? Hm. Hier läuft es immer fleißig rein und dann nicht. Ich mache hier unten jetzt blau und machen wir da oben gelb. Ach guck mal, jetzt läuft da was rein. Gegenüber blau eingestellt. Das ist doch, irgendwas hat das mit der Item-ID zu tun. Hm. Oder es wird wirklich einfach nur zu wenig hergestellt. Das ist also wahrscheinlich die richtige Option oder Variante, deswegen dann immer bloß der Vorderste was abkriegt, der Erste vorne, und wenn der dann wieder leer ist, naja. Gut, aber lass die ja erstmal ein bisschen was produzieren und wie gesagt, das wird nachher für die Eisenproduktion hier von enormster Wichtigkeit sein, dass hier sauber viel Gelöt produziert wurde. Denn hier sollen wir, wollen wir nachher, wenn die Forschung dort fertig ist, natürlich was Schönes daraus machen und ganz, ganz viel Eisen herstellen. Auf einmal. Und das, ja, na gut, da müssen wir gucken, ne? Wenn wir das dann alles da reinrödeln, da sollte schon ein bisschen was dabei rumkommen. Wie viel habe ich jetzt? 310 habe ich schon wieder an Sand. So, jetzt gucken wir ganz kurz die Inselform an. Wir wollten hier oben das noch sozusagen verinseln, ne? Dass das hier eine Insel ist da oben. Und dann werden wir da oben mal Sand reinschmeißen. Wie sieht es aus mit der Energie hier? 400. Da hinten sind noch 600 drin und hier hinten
Na gut, da liegt noch ein bisschen Säule drin. Ach, hier haben wir noch ein paar Samen gemacht irgendwo, ne? Da habe ich noch mal Samen angesetzt. Kann ich ja dann mal noch nach hinten bringen. 28 Samen. Also es kommt schon jede Menge Holz bei rum hier, ne? Das muss man ehrlich sagen. Also so ist nicht. 5 Säule. Na gut, jetzt brauche ich dann ein bisschen mehr Säule. Dann muss ich dann mal irgendwo Matt herstellen. Also das könnte man im Kleinen erstmal so ein bisschen aufbauen und dann mal gucken, wie viel Holzkohle da rauskommt, ne? Also da brauchst du natürlich, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, da brauchen wir auch jede Menge Energie wahrscheinlich noch wieder für. Wasser. Alleine die Mattproduktion. Dass das ausreichend ist. Gut, dann können wir natürlich auch so weit gehen, dass wir dann irgendwo Sand mitproduzieren. Das müssen wir ja auch noch machen, dafür die Felder dann, ne? Wenn ich die Felder bestücken will. Da müssen wir mal gucken, was wir da... Ob es da auch Felder, aber Matt gibt es ja nur bei den Swamp-Sachen, ne? Bei den Desert-Sachen ist ja immer Sand dabei. Also da muss ich ja den Sand hingeben, damit die produzieren, beziehungsweise damit da was drauf wächst, ne? Also ich wäre schon dafür, dass wir eventuell hier bei den Flüssigkeiten ein bisschen Bio-Fuel oder sowas, Liquid Fuel oder wie war das hier, wo waren das Bio-Zeugs hier, Raw Vegetable Öl, wenn wir da so hinkommen würden, ne, das kann man hier aus Nuts herstellen, oder aus Pips oder aus Beans und daraus kann man wieder Vegetable Öl machen, Nutri-Pulp, okay, das kann man wieder woanders verwenden, brauchen wir natürlich Purified Water dafür, das macht nichts, aber das ist alles da mit drinne. Oder dann, ja, dann die Filterframes wieder, ne? Also gibt es den Charcoal und den Keramikfilter. Und aus diesem Vegetable Oil, da kann man natürlich Oil Fuel machen und Based Mineral Oil. Und das wiederum kann ich dann weiterverarbeiten mit Charcoal zusammen zu Festbrennstoff, ne? Auch eine Idee, wie man an Brennstoff zumindest für die Energie kommt, dass man das nicht alles über Charcoal macht, ne? Die Frage, wie energieaufwendig und aufrissig ist das und wie viel kommt dabei rum, dass man das auch wirklich nutzen kann, ne? Und was mache ich mit dem grünen Zeug? Ich glaube, das grüne Zeug, das kann nämlich nicht so fest Brennstoff machen. Aber da muss man nochmal gucken, ne? Wie es denn so aussieht. Also wie gesagt, da gibt es sehr viele Optionen noch, die wir uns da offen halten können und wo wir dann noch ein bisschen was machen können. Hier wird nichts produziert, weil hier nichts mehr drin, okay. Das können wir natürlich uns nicht leisten, dass die Forschung steht. Aber wie gesagt, da sind wir noch, oder das kann man sich durchaus noch überdenken. Also da ist sicherlich auch ein sehr interessanter, oder es ist ein interessanter Ansatz, um an Energie zu kommen, ne? Also um an diese Energieklötze zu kommen, damit wir die dann verheizen und ja, mal gucken. Also vielleicht kann man das ja auch erstmal für sich aufbauen, dass man dann sagt, okay, wir bauen das einmal in sich selber geschlossen auf, als System, als eigenes Stromkreislauf und alles, was als Kohle überbleibt nachher am Ende, um das zu sehen, wie viel überbleibt, das verwenden wir an anderen Stellen, ne? Damit wir dann erstmal die Energieerzeugung haben und dann das können wir die Energieerzeugung dann woanders weiter verbreiten oder sowas. Das sind alles Überlegungen, also fürchterlich, ne? Also nehmt es jetzt alles nicht so, ne? Aber ich denke ein bisschen laut nach darüber, wie ich quasi dann dahin komme, dass das hier alles irgendwann mal seinen sozialistischen läuft. Und da haben wir noch sehr, sehr, sehr viel vor uns hier. Und ja, theoretisch könnte man einen Vergleich ziehen mit der ersten Staffel, wie weit wir gekommen sind. Nach 100 Folgen oder so. Und könnten noch mal reingucken, was wir bis dahin schon alles selber produziert haben, wie viel wir hier schon selber produzieren. Ob ein Lerneffekt eingesetzt hat oder nicht. Ich vermute eher nicht, aber naja gut, das ist halt etwas anderes, ne? Das kommt halt mal vor. Dass man vielleicht auch keinen Lerneffekt bei der ganzen Situation hat. So, dann machst du hier nochmal die gelben durch. So, dann gibst du mir das nochmal her hier. Haben wir da schon jede Menge von. So, und die Blacks, die werde ich jetzt in die Produktion hier mit reingeben. Wie hast du hier oben noch? 30 Kohle, oh. Moment, da kann ich jetzt noch ein bisschen was geben. So ein Tropfen auf den heißen, kalten Stein. Bisschen Slack hier rein und dann können wir hier mal ein bisschen Fahrzeug reinmachen.
damit hier ein bisschen mehr Mineralwasser, mineralisiertes Wasser entsteht. So, dann ist ja, naja gut, unsere Sandproduktion noch, ne? Die sollten wir vielleicht, naja gut, einstellen kann ich sie nicht. Das geht nicht, einstellen kann ich da nichts. So. Dann holen wir hier hinten mal die Bäume raus. Da müssen hier ein paar gewachsen sein. Die können wir dann hier wieder zersägen lassen. Dann können wir das Holz zu Fusseln machen. Bäume. Holz. Mal so. Knick am Roboter habe ich keine mehr. Filter eine Greifarm. Ah, jetzt haben wir schon Filter eine Greifarm. Die haben wir schon irgendwo mitgekriegt mal. Das ist schon mal nicht schlecht. So, du machst dann. Die Dinger. Kristallgreifarm und Garngreifarm. So, dann brauchen wir Strom. Und dann brauchen wir hier noch eine Fabrik, die... ...was hier macht. Moment. Fabrik, die das da macht. Probier's mal nochmal, ob ich das hier mit dem Ofen so hinkriege. So. Du machst die Dinge. So. Okay. Gucken wir mal, ob wir das hier noch hinkriegen. Da. So. Gut, dann kann der sich jetzt hier. Achso, der muss denn, der muss sich seine Kohle selber nochmal reintun, damit er was zum Verbrennen hat. Na gut, okay, das holen wir uns jetzt nochmal. Dann gehen wir nochmal oben hin und legen da nochmal Kohle rein in die Filteranlage. Natürlich auch blöd, wenn ich jetzt die Filteranlage für das Vegetable Öl dann mit Charcoal mache. Naja gut, aber es ist erstmal nicht anders möglich. Ich habe ja keine andere Möglichkeit. Langt aber hoffentlich eine Weile. Aber garantiert bei der Energie gleich ein kleines einschränkendes Momentum erleben. Obwohl, ich kann hier immer noch auf über 600 kommen. Und hier kann ich noch auch noch mal weit über 600, fast 800 kommen. Gut, passt noch. Also da geht noch was. So. Also das soll jetzt hier ein bisschen die Sache entlasten, dass hier vielleicht eventuell diese Kiste nicht ganz so schnell leer wird. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Aber es liegt auch daran, dass die Fusselproduktion wahrscheinlich wesentlich schneller geht hier als alles andere. Bloß irgendwann ist das Holz alle, ne? Was von da wächst. Das ist dann irgendwann alle. Gut. Alles klar. Aber ist erstmal hier sozusagen, wird denn da genutzt und gut ist. Dann haben wir das erstmal in Gebrauch und müssen uns da nicht ganz so viele Gedanken machen. Gut. Okay. Und hier kommt ab und zu mal was Blaues von oben durch, was dann damit reingelagert werden kann in die Kiste. Also hier ist die untere Reihe, die produziert jetzt echt ganz gut, ne? Also kann man nichts gegen sagen. Da geht schon richtig gut was durch. Wir haben hier auch schon ordentlich Material. Machen wir den mal aus. Und geben dem mal Permit, dass er jetzt das wieder machen kann hier. Also auch das Zeug da drin liegen haben. Denn gleich ist die Forschung soweit durch.
dass wir dann hier die Eisenrüttelei anmachen können. Und dann müssen wir nämlich das Material da drin haben, was wir brauchen. Damit wir dann noch Eisen machen können. Dann können wir mal gucken, wie viel Eisen jetzt hier rauskommt. Das sollte ja dann deutlich mehr sein, aber wir haben dann natürlich keinen Slack-Zurückbringer mehr. Also das fällt uns dann weg, aber trotzdem sollte das hier ganz gut funktionieren. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Produktion von den Materialien dort so hingesteuert kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das über Ventile machen kann, also dass ich dann sage, okay, wenn das Förderband da voll ist oder in der Kiste da so und so viel von dem Material drin liegt, dann müsste sich ja zurückstauen. Theoretisch müsste sich das selbst nivellieren. Das müssen wir dann alles ein bisschen umbauen, aber es müsste sich zurückstauen. Nicht schön, aber selten, ne? Naja, ich habe dann eine Idee, aber die müssen wir dann mal gucken, wie wir das denn hinkriegen. Gut, alles klar. Da brauchen wir jedenfalls auf jeden Fall jede Menge neue Förderbänder. Kann ich noch welche machen? Eins habe ich. 28 könnte ich noch. Naja, müssen wir mal gucken. So, wie weit bist du denn da hier? Advanced Ore Processing. Los, komm. Sag mir, dass du durch bist. Sag mir, dass du fertig bist. Wir brauchen sehr viel Material. Kupfer habe ich noch in der Tasche. Warum habe ich hier nochmal Kupfer in der Tasche? Ein Ding. Naja, ist auch nicht egal, aber... Okay, legen wir es da mal rein. So. Ah, hier, der kommt ab und zu durch. Und dann kommt hier ab und zu ein Slack raus. Ah, guck an. Interessant, interessant, interessant. Ich habe mir gefragt, warum hat denn da mal ein Slack drin gelegen? Ne? Die Kiste habe ich leer gemacht und eigentlich dürfte da jetzt nichts passieren. Warum nicht da ein Slack drin jetzt? Wo ist denn jetzt hier unsere Forschung? Was ist denn damit los? Ernsthaft? Habe ich da mal abgerissen? Ich habe mal einmal abgerissen, ne, mit den grünen Fläschchen. Und deswegen stuck diese Produktion jetzt hier einen Millimeter vor dem Ziel. Nö. Ab. Nö. Das ist natürlich jetzt ganz bitter. Und wenn ich den jetzt reinschmeiße, ist instant, glaube ich, um. Wozu hast du diese eine Flasche jetzt noch gebraucht? Man weiß es nicht. Okay, aber die Forschung ist vorbei. Wir haben jetzt zumindest noch ein besseres Ore-Processing erforscht. Wir könnten theoretisch dann noch sogar weitermachen, dass wir dann auch Silicon, Nickel, Aluminium, was sehr wertvoll wird, oder was dann sehr wertvoll werden kann. Und da müssen wir nochmal Aluminium-Processing, müssen wir auch mal erforschen, glaube ich. Weil damit kriegen wir Alumina. Gucken wir mal, Silicon, Steel, wo ist denn Leach, Blei, haben wir keine Aluminium, Zink, wo ist denn Aluminium, Advanced Aluminium Forschung, die steckt hinter, ah ja, da brauchen wir noch ein bisschen mehr, ne? Okay, dann müssen wir hier das erstmal erforschen, damit wir dann hier... Ah ja, da brauche ich genau das brauche ich dazu. Okay, gut. 50 Flaschen, okay. 150 Flaschen und dann brauchen wir hier den Prozessor noch. Sind nochmal 50 Flaschen. Das sind 150 Flaschen grün, die wir noch brauchen dafür. Okay, gut. Das, da sind wir noch ein bisschen von ab. Gut, okay, dann machen wir jetzt erstmal, dann forsche ich wirklich jetzt hier erstmal den Anzug, damit ich noch ein bisschen mehr Platz in meinem Inventar habe, obwohl momentan ja gerade noch gar nicht ausgeht. Oder machen wir schneller abreißen, oder machen wir die große Kiste hier, oder machen wir diese Elektronikfabriken, die kleinen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Zement wäre natürlich auch nicht schlecht, dann kriegen wir nämlich Leim, dann kriegen wir hier noch ein paar Sachen, das wäre auch nicht schlecht, damit wir das hier alles mal, hinbekommen, die ganzen Pflanzgeschichten. Dazu müsste ich aber davon 32 Flaschen machen. Ja, da ist so einiges noch offen. So, okay, also wir machen erstmal, ich glaube, wir gehen erstmal in die Richtung hier.
dass wir hier oben noch was machen. Erstmal dieses Advanced Lead Smelting, das können wir erstmal machen hier. Start mal die Forschung. Dann kann da auch schon mal ein bisschen was passieren. Gut, alles klar. So, jetzt haben wir aber unsere Rüttelei, die wir jetzt natürlich dann gleich sauber benutzen können. Und kann in dieser Maschine nicht hergestellt werden. Dann brauche ich eine Ore Sorting Machine in der Ebene 2 und dazu fehlt mir der Clay Brick. Ja. Okay, ihr macht jetzt alle blau. Ihr macht jetzt alle blau. Ich brauche davon so viel wie es geht. Ja, sammel mal alles noch runter. Was noch runter zu sammeln geht. Oder ich helfe dir da mal ein bisschen bei. So. 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 Du nicht mehr. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Eisen durchpowern. Ich brauche Eisenplatten ohne Ende. Damit ich genügend Stahl habe. Ich brauche für die Claybricks alles. Kann ich die Claybricks überhaupt schon herstellen? Clay kann ich schon mal herstellen, okay, aber die Bricks noch gar nicht. Und dafür brauche ich Concentrated Mug Water und Washing Plant, dann kriege ich Clay. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt schon habe, dieses Claybrick Rezept, das habe ich glaube ich noch gar nicht, oder? Genau, das kriege ich erst hier. Also muss ich den Zement noch erforschen. Uiuiuiui. Wir haben noch unbeschreiblich viel zu tun. So, jetzt bauen wir hier mal richtig Eisen raus, hoffentlich. Ah. Okay, aber wir haben ein Ziel, worauf wir hinarbeiten können. Ich sag's Maria und Josephine, ich sag's ja, das ist alles immer alles gar nicht so einfach hier. Dabei wollen wir doch bloß ein bisschen stabiler werden. Also auch geistig. Oh, es wird schwierig. Ist jetzt schwierig, sag ich mal so, ne? So, jetzt liegt hier, jetzt staut sich hier das Eisen zurück. Ja, das ist nicht wieder schlimm eigentlich, glaube ich. Kann sich ruhig zurückstauen. Dann kommt da wieder rein, dann kommt das erstmal da raus, dann kommt das erstmal hier rein. So, und jetzt ist der Strom alle. Okay, der Strom ist aus. Woher die Scheiße hier? Ganz ins Leck gelöt. So, und wir müssen jetzt mal einmal Kohle einsammeln, damit wieder mehr Strom hergestellt werden kann. Eieieiei. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann haben wir wieder anständig Strom. Wie sieht es hier unten aus mit der Kohle? Ja, es ist, ist weniger geworden. Klar, logisch, aber es wird langsamer weniger. Naja, also. Ja, wie man es nimmt halt, ne? So, jetzt holen wir da hinten nochmal ein paar Bäume weg. Jetzt brauchen wir den Zoll wieder. Da brauchen wir dann wieder Säulen, dann nachher am Ende. Dann wieder so gut läuft. So, das Holz müssen wir dann nachher noch rüberpappen und dann ist gut. Wir haben hier schon wieder drin, 62, 63, das ist schon ganz gut. Ja, jetzt kommt natürlich die ohne Stromphase hier unten an, ne? Das ist klar. Das macht sich immer bemerkbar bei den ganzen Geräten. So, und hier läuft jetzt aber wie wild das Zeug rein. So. Wir keinen Stillstand erleben, das soll arbeiten können bis zum Umfallen. Genauso wie das hier arbeiten können soll bis zum Umfallen. Wenn ich das von Hand da rausnehmen muss. Mir völlig egal. Die mir völlig Wumpe. Hupe. So, kommt das dahin. Das kommt da rein. Und jetzt müssten wir noch jede Menge Eisen haben. Jetzt haben wir Advanced Lead Smelting. Gut, okay. Wir müssen jetzt erforschen den Zement hier. Damit wir da weiterkommen, dass wir den Claybrick kriegen. Und dann können wir alles dafür tun, Claybricks herzustellen. Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt erstmal hier wieder alles umgestellt, dass wir hier massiv nur Eisen kriegen. Ich würde sagen, wir werden... Ja, ich kann das hier nicht umstellen, ne? Ja, ich werde massiv hier auf Eisen gehen, dass wir jetzt erstmal massiv Eisen bekommen. Ich könnte theoretisch hier mal einmal die Rödelei, das kann sich ja da dazwischen lagern, das ist ja nicht weiter schlimm. Hier noch die Rödelei mit anstellen, dass hier auch quasi Eisenerz gerödelt wird, damit hier noch mehr ankommt. Aber momentan kriegt er ja das Material nicht raus hier, weil der nicht hinterherkommt. Aber okay. So. Wir kriegen aber Eisenplatten raus und das ist das Gute in der Sache. Und nebenbei fallen noch ein paar Kupferplatten an, das ist auch gut. Wir brauchen die Washing Plants gleich. Da muss ich dann mal die Washing Plants abholen. Habe ich die schon in der Tasche? Weiß ich nicht. Guck mal hier mal rein. Nee, habe ich nicht. Das Ding brauche ich. Das Ding brauche ich. Ja, dann müssen wir noch gucken, was wir da noch brauchen. Aus dem Gas kann ich immer noch Schwefel herstellen. Da habe ich noch ein bisschen Schwefel mehr wieder. Erstmal nicht weiter schlimm. So. Gut. Okay, dann haben wir zumindest erstmal was, was wir alles brauchen. Um hier weiterzukommen, um ein paar Sachen zu machen. Hier noch ein bisschen 58 mal Holz. Die kannst du nochmal zur Vorsohlen machen. Und dann kriegst du nachher hier um die glorreiche Aufgabe. Denn, nee, das machen wir nicht. Das rupfen wir dann alles wieder ab hier. Hier haben wir noch Fusseln, die wir da theoretisch da reinschmeißen können, die hier noch weiter verarbeiten können. Aber für die Papierindustrie kann ich die auch einfach bei mir behalten. Das ist schon ganz okay soweit, glaube ich. Mann, nur das ist ja wieder alles hier ein Stress. Da ist so ein Kilo Kohle drin. So. Nehmen wir das mal da raus und bomben wir das hier einfach rein. Nehmen wir da nochmal 11 Slack raus. Das ist jetzt schon wieder 200 in der Tasche. Dann kann ich da drüben erstmal wieder ein bisschen mehr Material machen lassen. Und unsere Folge beendet sich jetzt hier an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darauf freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und wir dann hier weiter ausbauen. Und natürlich auch hier dann mit dem ganzen Eisen, was wir haben. Und wenn die Forschung hier fertig ist, dann sehen wir ja, was wir alles brauchen, was wir alles produzieren müssen, damit wir an Claybricks kommen, damit wir die Claybricks machen können, damit wir nämlich unser Rüttler Level 2 bauen können. Da brauchen wir nämlich Claybricks und 60 mal Stahl brauchen wir dann noch. Da habe ich einmal von. Das heißt also, ich muss auch noch ein bisschen Stahl herstellen. Das werde ich gleich mal hier anwerfen mit. Und dann sollte sich vielleicht das ein oder andere Positive noch ereignen. Wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.